Also flieg einfach wieder dahin, wo du vorher warst. Ich bin so fly. Fly, fly. Was ist denn für ein Riesenplanet da oben? Riesenplanet! Wow, Planet der Affen oder was? Auf Wiedersehen. Tschö, Dennis, du bist tot. Wenn nicht. Du wirst sterben, aber sowas von. Du musst einfach nur vorher abseilen. Bläpp. Vielleicht überlebst du es, wenn du im Wasser landest. Oh mein Gott, mach schnell den Schlag. Nein, du bist tot. Lucky. Oh mein Gott, er hängt an der Brücke fest. Oh, jetzt ist Brücke zu. Willkommen bei Luca Lady, Sterbi. Und dann wird er noch von einem Hütchen vermöbelt. Unglaublich. Was ist denn hier los? Hallo? Ah, da ist ein Schmetterling. Mampfin. Mampf. Oh mein Gott. Jetzt geht's aber los hier. Der Schmetterling hat sich gelohnt. Ja. Da ist ein Schiff. Eine kleine Insel. Nein, die Insel ist scheißegal, aber du kannst auf das Schiff drauf. Oh, da ist ein Boss drin. Oh ja, das ist ein Boss. Ein Bodenkopf drauf. Das ist ein Boss. Viel Spaß, Dennis. Das schaffst du. Dennis, hau rein. Das ist der Boss. Da igelt er sich ein. Verkrochen. So ein Igler. Kapitänskajüte. Willkommen zu Hause. Oh, das... Der ist es, Captain Jolly Roger? Nein, ist es nicht. Wer ist da? Die Regeln sind eindeutig, Mann. Muss sich vorstellen. Wenn man die Kapitänskajüte betritt... Warum machst du nicht einfach das Licht an? Nö. Das Licht? Beim Kabautermann! Wisse, dass der Captain irrationale Angst vor Schatten hat. Jetzt stell dich endlich vor, lausiger Eindringling. Ich bin dein zweiter Mat, Billy. Ah ja, Billy! Hab dich gar nicht erkannt mit dieser seltsamen Echsenstimme. Echsenstimme? Ja, ich habe ja vorher... Also... Du bist ein wenig früh dran, Billy. Die Kapitänsmassage ist erst in einer Stunde. Mein Gott, dieser Text. Ja. Bis dahin geh mir aus den Augen. Das, was sehr verwirrend ist, ist halt, dass es so langsam hinterherzieht und auch... Ja. Da muss man halt immer wieder abbrechen. Ich dachte, da rutscht so runter. Der hat wohl noch keine Lust auf ein kleines Kistenkämpfchen. Nee, du sollst ihn ja auch massieren, nicht kämpfen. Ja, ist das Gleiche. Die verstecken sich hier alle. Da ist eine Lampe. Ich mach den Licht an. Ist das überhaupt Licht? Nein, das ist ein Feuer. Aber da hinten ist Ruhe. Ja, die hat nichts zu sagen, glaube ich. Mach sie kaputt. Oh, hat doch was zu sagen. Eine Feder. Oh Gott, Hilfe. Fackel alles ab. Yay. Yeah. Oh, noch eine Truhe. Cool. Da hätten wir wahrscheinlich lange nachgesucht, nach den doofen Federn. Ja. Da hinten ist was Leuchtendes. Ja. Ja. Und da sind noch mehr Truhen. Und die kannst du kaputt drehen. Ja, geht doch easy. Das ist eine gute Idee, nochmal schnell aufladen vorm Kampf. Da unten war noch ein Schmetterling. Na gut, da hinten auch, aber ja. Ich wollte den lieber haben. Genau da auf der Seite war noch ein Schmetterling. Und Licht brauchen wir, damit der Kapitän was sieht. Ja, damit er uns endlich angreift. Damit er seinen Schatten sieht und sich ängstigt. Ja. Gefunden. Hallo, Captain. Arr, bist du das, Billy? Hockst du noch immer im Dunkeln rum? Mach mal ein Fenster auf. Bist du verrückt? Das wirft ja alle möglichen Schatten. Warten wir, bis die Nacht ist. Dann setzen wir die Segel. Kann man draußen irgendwie Nacht machen? Aber Fenster. Warte. Guck nochmal neben denen. Ja, da ist so eine Lampe. Die kannst du bestimmt mit den Feuerdingern unten anzünden. Ja. Unten war Feuer im Keller. Hol dir statt Feuer. Feuer frei. Oh, ob das zeitlich schaffst? Ja. Ja. Sollte gehen. Guck mal, locker flockig.
Oh, funktioniert aber nicht. Und was mit der Lampe da? Ja, eine. Spring mal oben auf das Ding drauf. Ja, oh. Reicht schon, du musst mit ihm reden. Ach, jetzt wahrscheinlich schon, ja. Das ist der größte Schatten, den ich je gesehen habe! Schnell, Billy! Halt hier mit das Licht draußen! Okay. Lol, der Billy. Ach, Billy, warum rettest du mich nicht vor diesen grauenhaften Schatten? Zwing mich nicht, dich zum dritten Mal zu degradieren! Ich will ja auch nicht mit dir reden, ich will da hoch. Yay, ein Pidgey. Das war ein harter Bosskampf. Ja, das war aber, ja, ich hab's geschafft. Hast du gut gemacht. Wir dachten wie ein Potenkopf. Ja. Das haben Piraten so meistens an sich, ne? So. Ja, das stimmt. Das macht irgendwie Sinn. Ich bin nicht glücklich mit diesem Bosskampf. Ich kann ja nochmal reingehen und das Licht ausmachen wieder. Nein. Oh Gott. Nein, kannst du nicht. Auf und davon. Gegen den Deckel geflogen. Feder, oh Feder. Mein Gott. Schnapp sie dir. Wo ist die? Die Steuerung ist echt schwierig. Oh mein Gott. Wow. Naja, fast. Oh nein, die Brücke ist so hoch. Oh, scheiße. Da kommst du hoch, springen. Okay, Feder. Du hast nicht anders gewollt. Jetzt wirst du verbrannt. Oh, Kopfnuss. Wo ist er? Ganz weit unter dir. Ja, du schaffst das. Drüber geflogen. Mist. Dann halt nochmal von hier. Spring einfach ganz weit nach vorne. Damals bei Banjo-Kazooie war das Fliegen etwas leichter, wenn ich mich entsinne, ja. Oder? Von der Steuerung her war es ein bisschen besser. Oh mein Gott, ja. Er hat überlebt. Was war hier unten? Ein Blümchen. Ein Stein mit lustigem Gesicht. Ist echt cool. Da ist auch nichts. Da oben fliegt eine Kiste mit Luftballon. Ja, stell dich drauf und mach deinen lustigen Sonar. Ja, genau drauf landen. Nein! Okay, war schon mal Anfang. War schon mal fast tot, ja. Fast tot reicht mir nicht. Na gut, dann versuch's nochmal. Du schaffst das. Oh, da kommen komische Sternen runter. Sternschnuppis. Weiter links. Weiter rechts. Ich glaube, ich muss erstmal irgendwo landen. Irgendwo da. Kannst du einfach drauf so landen? Ja, ja. Und jetzt drück mal 2 und Dreieck. Und boom. Okay. Bei mir hat es vorhin funktioniert. Ja, stimmt. Bei dir hat das vorhin funktioniert. Versuch mal weiter runter und dann mach's nochmal. Geht vielleicht nicht, wenn du auf dem Ballon stehst, sondern während wahrscheinlich. Du auf der Kiste stehst oder so. Aber dann müssten ja die anderen zerplatzen. Oh, okay. Alles klar. Okay, so geht's auch. Müsste die Kiste jetzt nicht langsam mal nach unten schweben? Theoretisch? Du kannst doch zielen, oder? Ich glaube mit dem Ding nicht. Okay. Ja, warte, geh auf die Kiste, einfach auf die Kiste. Oh, okay. Vielleicht jetzt nochmal das Sonar-Ding? Nee. Theoretisch. Ja, die anderen wollen aber nicht kaputt gehen. Huh? Oh shit! Oh, puh. Okay, mal gucken, ob die Ballons jetzt alle kaputt sind. Bis auf eine halt. Die Ballonge. Ballons. Die Ballonge. Die Luftballchen. Oh ja, sind alle kaputt. Oh, guck mal, sie sind runter, oder? Nee. Toll. Ich weiß zwar nicht, wie das physikalisch noch geht, aber okay. Da waren. Ja. Die eine Tipp. Eine hätte gereicht, ja. Physik. Vor allen Dingen, guck mal, wie der hängt. Ja. Der müsste ja nicht gerade hängen. Der hängt nicht mal am Seil, hast du das gesehen? Oh. Die Truhe hängt nicht mal an dem Seil. Sehr schön. Das ist cool. Du musst nur versuchen, auf der Truhe zu landen. Dann dürfte es theoretisch nicht gehen, weil du von der... Ja, nice. Hat er sich da runtergeschüttet. Toll, die scheiß Kiste ist auf mich draufgefallen. Ich hab keinen Schaden bekommen. Ja, wurde es halt von der Kiste platt gemacht. Ein Drittel bekommen. Oh.
Ich bin das zweite Pilzstück. Und wo ist das erste? Noch zwei fehlen. Und das erste haben wir doch vorhin schon gesehen. Aber das dritte fehlt. Wie war das nochmal? Wir müssten hier durch diese Röhren können wir nur durch, wenn wir diesen Superschlag da haben. Also Quatsch, wir können einfach fliegen. Aha. Heb ab. Ich heb ab. Heb ab. Und wo kommen wir raus? Er hat den Wink verstanden. Wo sind wir? Kein Plan. Irgendwo am A der Welt. Da hinten sieht's lustig aus. Ja, das sieht gut aus. Das sieht irgendwie nach Rexpo aus. Wo? Na, in diesem schwarzen Loch da. Oh, hier ist... Das kannst du kaputt rollen, dieses Pagey, diesen... Wie ging das nochmal mit dem Rollen? Genau so und dann vier Rücken. Ah nein, du musst hier unten gegenschlagen. Anscheinend. Oh. Und loslassen. Ja genau, so macht man, aber das klappt irgendwie nicht. Sicher, dass du damit gegenschlagen musst. Du musst von oben runterfallen und dann Boom machen. Nicht genug. Ihr müsst das mehr aus dem Backen. Aus dem Backen machen. Ja, okay. Nee, du musst schon höher. Quack, wir haben so einen Rekruten wie euch, gewinnen wir den Krieg nie. Na, dann zeige ich jetzt mal was, mein froschiger Freund. Okay, ja. Ja, okay, das war schon mal gut. Siehst du, das war gewollt. Spring einfach von dem Pagey da oben runter. Nee, du musst genau auf dem Eisblock sein, genau. Und runter da. Jo, Volltreffer. Boah, reicht nicht. Muss doch noch einen Supersprung vom Pagey aus machen. Genau. Hauptsache, da war wieder so eine aggressive Toilette. Ja, ja. So, drück mal L2. X. Nach vorne dabei. Genau. Und jetzt. Ah, okay. Aber ohne das Flattern. Es muss zügig gehen. Nach vorne drücken dabei und voll drauf. Ja, cool. L2. Rack, rack. Fluppi. Komm, das schaffst du. Ich komm da dran, pass auf. Von unten durchgekloppt. Platsch. Jo, der hat gesessen. Was? Na, du musst das echt aus der Luft machen. Rack. Der Schlag geht gut. Das könnte schwierig werden. Pass auf, eine fliegende Kiste. Kannst du dabei vielleicht nach unten gucken, wenn du in der Luft bist? Na, ah, knapp daneben. Guter Versuch. Okay. Zu früh. Nein, zu früh. Ha, man kann sich auch nicht wirklich orientieren, ja, ist das Problem. Deswegen habe ich gerade eben gefragt, ob du nach unten gucken kannst. Mit dem rechten Control-Stick einfach mal. Ja, kannst du. Zumindest ein bisschen. Zu weit. Aber von hier aus losfliegen. Ah, flieg doch, genau, flieg doch einfach von da los. Bisschen näher wieder ran. Jetzt. Ja! Oh, verdammt! Das war aber ganz knapp, du! Was der Frosch sich nicht wundert, dass irgendwelche. So platsch! Wo kommt der denn her? Jetzt aber. Oh, Alter, wie hoch musst du denn sein, verdammt! Gibt's da irgendwas oben drüber, von dem man runterspringen könnte? What? Der wollte das nicht. Lass mich doch. Dennis versucht es jetzt auch schon so wie ich. Immer irgendwo hinschieben. Wihihi. Knapp daneben. Ein Versuch hast du noch, dann bist du tot.
Komm mal her, du. Hör mal, kannst du... Nö. Den konntest du. Oh mein Gott. Und Kiste, Box. Kommt der auf einmal angewirbelt, wie so ein... Wie eine verrückte Truhe. Na gut, da wären wir wieder. Ja. Auf ein neues. Da hinten war das, genau. Genau in die Richtung. Aber was Höheres gibt's da nicht. Ja, noch höher, Flatter. Noch höher, noch höher, noch höher. Ja, dann tut er sich wieder selber weh. Ja, aber es muss ja aus der Höhe sein. Verdammt! Was willst du mich eigentlich? Das sah so gut aus. Genau, nimm mal von der Insel Anlauf. Was ist das für ein komischer leuchtender Käfig da? Oh, verstanden. Jetzt flieg los. Nein, schneller. Das hält nicht lange an. Das reicht so nicht. Oh. Okay. Das reicht so? Euer Ernst? Ach du feurige Blamphemie, was? Wie habt ihr das denn geschafft? Das Mikrofon ist im Weg. Großartige Leistung, Rekruten. Ihr habt euch als vollwertige Kampfmaschinen mehr als qualifiziert erwiesen. Quack? Sag ich doch. Die Feinde der Blamphemien werden sich angesichts unserer neuen grüne-lila Kampfmaschine sicher in die Hose machen. Quack? Nehmt euer goldenes Artefakt und dann ab in den Krieg mit euch, Rekruten. Quack. Wo ist es? Achso, da oben. Wie fies das war, ey. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Vor allem, du bist ja kaum einen Millimeter in die Luft gesprungen und hast direkt gestampft. So, ab in dieses Black Hole-Dings da, Wumms da. Verschwinde im schwarzen Loch. Und ins Wasser. Nö. Boah. Cool. Dum, diddle, dum, diddle, dum. Nein, so machen. Hast dir schon die Steuerung total verinnerlicht mittlerweile? Gar nicht. Absolut. Tod. Tod, tot. Dass Joker noch kein Schädeltrauma hat von dem ganzen Rumgehopst. Ist ein Chamäleon, der kann das ab. Ist eine Chamäleon. Malian. Chamäleon. Da wären wir im Black Hole. Einfach eingesaugt. Eingelocht, was? Was? Schwarzes eingelocht? Wir kommen im Schwarzes eingelocht. Das ist ein Mini-Wolf. Oh, deswegen das Schwarze eingelocht. Oh. Warte, gib mir erstmal deine Federn hier. Ja, erstmal klauen. Danach. Okay, das wird witzig. Das wird schön. Du musst mit dem Typi reden, bevor du anfängst. Ich wollte aber kostenlos spielen. Ach so. Boah, was für ein Pokal, die goldene Toilette. Cool. Hi, Typ. Kann ich mit dir reden? Ja, vor der Theke wahrscheinlich. Auf der Theke mit mir reden geht nicht. Du musst echt 2 Meter von der wegstehen, sonst geht das nicht. Quark, willkommen, werte Herren. Genau genommen, Damen und Herren. Dame und Herr. Quark, Entschuldigung. Diese Nase ist nicht die attraktivste, die ich je gesehen habe. Hat das Paar vielleicht Lust auf Weltraumgolf? Es winken großartige Preise. Weltraumgolf? Ich spiele gleich Kröte im Loch, wenn du Pech hast. Quack, so. Ich erkläre dir nun die Regeln vom Weltraumgolf. Regel 1. Der Abschlag muss mit Kraft folgen. Wir füllen den Move Reptilien. Regel 2. Befördere den Ball ins Loch, bevor die Zeit abläuft. Regel 3. Angemessene Kleidung muss durchgehend getragen werden.
bei Suwiderhandlungen sehen wir uns gezwungen, das Sicherheitsteam gegen ungehobelte Personen einzusetzen. Wir haben gar keine Kleidung an. Passt schon. Los geht's! War das ein britischer Akzent? Das war ein Quark. Ja, so klingt das doch dann auch. So, los geht's. Du darfst den Golfball schlagen. Hau rein. Wo ist der, die das Loch? Den ganzen Weg entlang. Such es. Baller einfach mal drauf. Viereck. Genau. Und boom. Das war super. Das war echt stark. Hinterher. Oh, Sicherheitskanal, geh weg. Oh nein, schieb ihn runter. Hau ihn weg. Simon, oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh, das wird. Oh. Tschüss. Okay. Neustart. Oh. Regel 4 für Welt vom Golf. Wenn der Ball das Gebiet verlässt, wird die Runde zurückgesetzt. Okay, das kann witzig werden. Du musst erst auf den Ball, auf den Knopf treten. Ist das so? Ja. Oder auch nicht. Ne. Auch Weltraumpersonal. Geh mal weg, ihr Typen hier. So. Nein! Nein! Oh. Nein! Ich geh wieder hoch. Was? Kannst du nicht erst die kleinen Viecher aus dem Weg räumen und den Ball dann schmeißen? Ja, oder unten sind noch mehr. Wow, mit Kraft geschlagen. Total. Pass auf, dass der da hinten gegen die Steine klopft. Sonst rollt er dran vorbei. Oh nein, tschüss. Oh nein. Ich bin einfach jetzt der Golf. Ja, das ist gut. Du Heiliger. Oh, Gegner. Ach, du Heiliger. Boah, du hast ihn aufgeweckt. Die kannst du auch wecken mit dem Sonardings. Ja, aber vermutlich während der Ball da lang rollt. Und dann wird irgendwas Unsichtbares. Was ist jetzt passiert? Sichtbar. Oh, die Türen gehen auf und zu. Das ist ja uncool. Also, dann mal zurück. Ja. Viel Spaß beim Weltraumgolfen. Ja, ich meine, das erste Mal golfen war ja jetzt wirklich einfach. Das hier muss jetzt... Das ist jetzt echt Hölle. Wofür ist der Schalter? Ah. Oh, okay. Reset-Knopf. Der setzt das Bällchen zurück. Ja, nee, das der war doch eben schon zurückgesetzt. Ja, aber er setzt es nochmal zurück. Der war gut. Ja, klar war der gut, aber... Oh, nein. Ja, lass ihn... Perfekt. Oh, nö, die Weltraumfigürchen. Ja, das passt schon. Egal, der rollt ja dran vorbei, der muss ja nicht da hoch. Ja. Das passt. Schieb ihn hoch. Nein! Okay. Hau ihn! Gerettet! So, jetzt musst du die scheiß Steine da aktivieren, genau. Dennis weiß schon, wie es geht. Ja. Oh shit! Hör mal zu, du Wirbelsturm. Hau den Ball mal für mich. Oh mein Gott! Oh, gestorben! Hinter Gittern! Ich wollte gerade sagen, der hat mich eingebuchtet. Hinter Gittern, der Frauenknast. Der Chamäleon-Knast. Oh Gott. Aber das war schon gut. Das war schon geil, ja. Oh, der fliegt direkt raus. Ja. Ja, auf den Ball rumholen. Ich will auf den Ball. Du bist der Ball. Ach so. Sei der Ball. Hallo? Hau ihn. Gib ihn ein. Nein, oh mein Gott. Oh nein. Oh nein, der kommt nicht rüber. Er kommt zurück und... Warte, tu's nicht. Ah. Du kannst ihn übrigens auch schieben, das reicht schon. Nein, ich will ihn verprügeln. Würde ich auch tun. Lass den Schmetterling sein. Schieb den Ball. Oh nein. Und tschüss. Okay. Der Ball lebt noch. Ja. Sehr gut. Weg hier mal, los! Nein! Einmal reicht. Wo ist er? Oh nein! Boah, der folgt mir irgendwie, dieser Ball. Soll lieber nicht folgen, der soll da durch. Den dritten.
Nein! Nicht in die Grütze rollen! Oh, das ist aber auch... Ach, komm schon, du! Da! Du Baldu! Jetzt aber, rechts! Ja! Oh, ne! Komm, hau ihn durch! Ja, das sieht gut aus! Das ja, musst du schon in die Richtung schieben, oder er muss schon davor stecken. Ich schieb den jetzt gleich über den Stein hier. Das ist auch eine gute Idee. Oh, wie er immer weiter rollt. Ja! Oh mein Gott. Oh nein! Oh nein! Ja, super. Und jetzt haut das Ding da direkt meinen... Nein! Nein! Oh. Oh nein! Das sah so gut aus. Der Ball ist fast explodiert. 10 Sekunden! Das schaffst du! Nein! Tu es! 4 Sekunden! Fuck! Ja! Oh! Oh! Mein Empfehlung, sei der Ball! Spring einfach irgendwo runter! Ping, ping, bälle, ping! Oh nein! Du warst fast da! Mach die Viecher da mal weg! Okay, dann flieg mal hoch. Ach ja, fliegen. Ich hab ne Idee. Es ist kompliziert, aber es könnte klappen. Oh nein. Ich versteh's. Versuche es! Naja. Falscher Knopf. Auch falsch. Oh. Ach, auch falsch. Ups. Ich glaube, das so, funktioniert okay. Nicht. Ich glaube, du bist tot. Ah, das heißt also, der Beziehungsstatus bei Facebook, es ist kompliziert. Ja. Okay, aber sehr gut. Scheiße, die Gehirnköpfe sind wieder da. Oh. Tschö. Ja, perfekt. Die schnellste Runde ever. Ja. Nein, oh, tu's nicht, nein! Ich glaube, ich will das gleich auch mal versuchen. Wahrscheinlich, wenn kleine Kinder das sehen, denken die, Alter, das war doch voll easy. Ja. Für die ist das wahrscheinlich auch easy. Weißt du, so ein Zweijähriger macht das irgendwie im Schlaf. Wir sind einfach schon alt. Ja. Wir haben es halt einfach nicht mehr drauf. Und tschüss. Tschüss. Ich hab das Ding mit den Wellen nicht so, weißt du? Ja. Schieb ihn doch einfach. Genau. Sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Man macht sich's aber auch immer so schwierig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Guck mal, das sieht immer noch gut aus. Perfekt. Dankeschön. Guck mal, wie geil das jetzt aussieht. Oh mein Gott, oh, oh, mein, oh. Gott, oh mein Gott. Ja. Guck dir das an. Perfekt. Ja. Cool. Warum schwer, wenn es auch einfach geht? Du hast noch 2 Minuten Zeit, Dennis. Lass dir Zeit. Oh mein Gott, oh, der Ball wird explodieren. Oh. Das ist so geil. Reiter. Kriegt er voll die Kelle. Los, Bällchen. Ich glaub's ja nicht. Jetzt haut er deine Alien runter. Nein. Mach den Ball da rein! Ja! Komm schon! Ist die schon lange weg? Nö! Naja, gut, du hast noch über 1 Minute Zeit. Ich glaube, das könnte klappen. Ja, abgefälscht! Ja. Geiler Torwart! Fuck. Wir haben da wohl ein Gefühl! Boah, er hat's geschafft! Kommt und holt euch auf dem Weg nach draußen neuen Gewinner ab! Oh mein Gott, ey! Und alles nur für ein goldenes Blatt Papier. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Du hättest zwar die Röhre nehmen können, aber hey, warum, wenn es auch... LOL. Echt LOL. Ist ja von oben offen. Ja.
Ich wollte eigentlich drauf landen, um zu gucken, ob da noch was ist. Das habe ich mir schon gedacht. Was ist das hier? Das ist der Rundweg. Du musst da durch mit der Dingsterbums, mit der Fähigkeit. Ist das fies. Was hätten wir jetzt gemacht, hätten wir die Fähigkeit noch nicht? Das ist der Ausgang übrigens. Das klappt wohl doch nicht. Ach so. Warte mal, dann gehe ich wieder runter und teleporte mich dann hoch.